Und ach, da ist die. Das ist aber nicht die Tarnkappe. Das ist die. Die Metallkappe. Was steht denn hier genau? Ihr habt schon den blauen Block gesehen. Nee, eigentlich nicht. Ich gehe einfach mal mit der Dingkappe nach unten. Es wird ja irgendwo auf dem Grund dann wahrscheinlich sein. Bam, 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 bam. So, die blaue Kappe. Wo sollen die sein? Metal Mario sieht auch cool aus eigentlich. Die blaue Kappe. Da ist die blaue Kappe. Ah, wir brauchen wahrscheinlich die grüne, um uns die blaue zu holen. Kann ich mir jetzt zumindest so vorstellen. Oder wir müssen den Wasserstand einfach wieder nach unten machen. Das kann ich mir eigentlich eher vorstellen. So, Wasserstandregler da hinten. Da, 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 da. Okay, mach mal ihn mal nach unten. Zack. Gut, und schwimmen schon mal zurück zur blauen Tarnkappe. Wo war die? Da hinten. Okay. Oh, jetzt halten wir uns gar nicht, weil das Wasser abgeflossen ist. Super. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich gucke erstmal, wo ich hinlaufen muss. Okay, hier war es anscheinend nicht. Wo müssen wir hin? Dahinter? Okay. Da rein müssen wir also. Okay, wie kommen wir da einfach über die Wand? Ja. Okay, das wird wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit sein. Außenrum wird wahrscheinlich zu lang dauern. Okay, versuchen wir's. So, mal schauen, vielleicht klappt's auch mit einem Dreisprung. Nee. Ach so, kann ich einfach durch. Ja, dann ist ja easy. So, jetzt müssen wir als nächstes dann hier hoch. Ah, ich weiß, warum wir warten müssen. Und wenn wir jetzt hier, müssen wir nämlich dann den Wandsprung machen. Mit dem Geländer. Und deswegen müssen wir natürlich warten, bis wir wieder zum normalen Mario werden. Denn sonst, wie sollen wir denn bitte... Vielleicht hier. Sonst können wir ja kaum Wandsprung am Geländer machen. Ach, wir machen es einfach so. Ey, schaut mal, der letzte Stern der Welt. Nummer 81. Juhu. Jetzt fehlen uns aber noch die 100 Münzen. Mach mal die jetzt hat. Ah. Die machen wir später. Da habe ich jetzt keine Lust. Die machen wir schon noch. Aber nicht jetzt. Gut, wo geht's jetzt hin? In den Raum? Nein, 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 nein. Die Welt mag ich ja überhaupt nicht. Die ist eine. Ist, glaube ich, sogar die schwerste hier. Die mag ich auch nicht. Da waren wir schon. Der Raum ist noch ganz okay. So. Was denkt man hier? Oh mein Gott, ein Raum, ein leerer Raum mit Spiegel drin. Mein Gott, was ist hier so geheim? So, man muss jetzt mal die Bilder an der Wand anschauen. Das hängt hier, da hinten soll das hängt hier auch. Da hinten hängt das hier, da hängt Bombenberg. Stimmt alles. Aber schaut mal da hinten. Da ist ein Bild, da ist ein Schneebild und hier ist gar nichts. Verdächtig, und wir können einfach da rein. Das ist ein geheimes Bild. Wie damals mit der Wobbi-Wabba-Wüste. Erklimme den Kopf. Oh mein Gott, erklimme den Kopf. Wir sehen schon den Stern. Ach ja, die letzte Schneewelt. Müssen wir nochmal genießen, sofern man eine Schneewelt genießen kann. Oh, ich gehe hier doch gerade voll falsch. Oh. Wow. Habt ihr das gesehen? Voll weg, rückwärts weggerutscht. Okay, da ist ein Stern. Au. Das war eine Fake-Münze, die gibt's hier also auch. Ja, dann holen wir uns erstmal den Stern hier. Ein bisschen geheim ist er ja. Nämlich ist es hier ihr Glaslabyrinth. Ihr seht schon, da hinten ist er eigentlich. Da kommen wir aber nicht hin. Können wir hier hochhüpfen? Nee. Okay, wir müssen den richtigen Eingang finden. Da, das dürfte sein. Ach, kommen wir hier rein? Da kommen wir rein. Okay, hier geht's schon wieder raus. Hm. Irgendwie müssen wir nach oben kommen. Ich sehe nichts. Ach, hier geht's nach oben. So. Na komm schon. Na komm, ich muss hier hoch. Jawohl.
Und wir sind oben auf dem Eisklotz und jetzt hier rein. Und wir haben den Stern Nummer 82. Yeah! Bestleistung von 2 Münzen, sehr gut. Wage dich ins Eis, heißt die. Alles klar, dann klettern wir jetzt auf den Kopf hoch. Erklimme den Kopf, genau. Ach ja, ja. Die Missionen werden langsam immer schwerer. Ich möchte am liebsten immer was anders machen. Ein, zwei Missionen pro Welt sind jetzt wahrscheinlich noch eher easy. Hier die 100 Münzen dürften auch machbar sein. Bei den ganzen Typen hier. Die 8 roten Münzen haben wir jetzt auch schon sehr viele gesehen. So, jetzt müssen wir hier an dem... Wow, an den Dingern vorbei. Oh, nein. Ich muss da hoch. Jawohl. Okay, weiter hoch auf den Kopf. Zack. Jetzt müssen wir da hochrennen. Oh Mann, oh Mann. Hüpp. So, so. Ah, jetzt kommt die Stelle. Miese Stelle. Nämlich ist hier Wind. Und deswegen müssen wir auf diesen Pinguin warten hier. Müssen wir auf die Seite rüber. Denn der ist nämlich so eine Art Windschutz für uns. Wer ist da? Ihr seht schon, hier kommt jetzt der Wind. Und wenn wir einfach hinter dem Pinguin bleiben, wah, wah, nein! Bleibt der Sack einfach stehen. Oh, wir haben die Mütze verloren. Nein, nein, nein. Ach Mann, komm schon, stirb. Die gibt's auch im Super Mario Spiel. Ach, dann geben die direkt 3, ja, dann können mehr von diesen Fake Münzen kommen. Wo ist unsere Mütze? Ach, da liegt sie ja. Here we go. Ja, wenn man die nicht wieder aufsammelt, dann ist die für immer weg, übrigens. Nee, nicht für immer, man kann sie sich irgendwie wiederholen, ich weiß aber nicht mehr wie. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten jetzt dann im Spiel, die noch zu verlieren. Hätten sie vielleicht schon mal ein bisschen früher einbauen können, so als Gag. So. Jetzt sind wir wieder da. Mit den komischen Wellen. So. Na komm schon. Ah. Nein. Und wir sind wieder ganz hinten. Das ist mies. Jede dritte ist so eine große Welle. So ganz vorsichtig rantasten. Hüpp. Und oben. Alles klar. Jetzt aber endlich auf diesen blöden Kopf. Nur weil der Pinguin nochmal stehen geblieben ist, der Hundesohn. Oder der Pinguinsohn. Oh nein. Schon wieder unten. Okay, okay. Also wieder hoch. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon im 38. Part. Krass. Vor allem, weil ich mir ein Let's Play angeschaut habe, hat das Spiel in 40 Parts... Nein! Naja, was ich sagen wollte, ein Let's Player hat das Spiel in 40 Parts durch, also auch 10 Minuten Parts. Vielleicht sogar manchmal hat er sogar ein bisschen kürzer nur. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Ich bin hier jetzt bald bei 40 Parts und wir sind gerade mal bei 80. Der hat natürlich in diesen 40 Parts auch alle 120 Sterne gesammelt. Und ja, das finde ich schon ziemlich heftig. Aber ich faile auch sehr oft, wie ich schon selber merke. Dann falle ich da mal wieder runter und dann müssen wir die Mission 3-mal machen. Bin halt nicht so gut in dem Spiel. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie 100% durchgespielt. Ja, jetzt kommt's raus. Ich habe das Spiel ja nicht wirklich gespielt, als es rausgekommen ist. Das war ja nicht zu meiner Zeit, sondern von meinem Bruder. Er hat dann immer so auf 90, 100 Sterne gespielt. Einmal hat er sogar durchgehabt, hat gespeichert. Ja, und ich damals 4, 5 Jahre alt habe ihm die Speicherstände alle gelöscht und auf Nintendo 64 waren dann... Nein, nein, nein! Alle Speicherstände von ihm waren weg. Er war natürlich ziemlich sauer, aber mein Gott, was weiß. Und jetzt versuche ich gerade wirklich das Spiel das erste Mal 100% selbst durchzuspielen. Aber ich meine, dafür, dass ich es noch nicht durchgespielt habe, kenne ich mich doch schon aus, oder? Also die ersten Welten habe ich immer wieder versucht. Ja, spielst du nochmal von da an? Ach, wegen diesem blöden Eis bin ich weitergerutscht und wieder runter. Ach, so schwer kann das nicht sein. Komm schon. So. Ja,
Also ich habe es tatsächlich noch nie selber durchgespielt, deswegen wird es auch seine Zeit dauern, bis ich hier durch bin. Aber mein Gott, was soll's, gehört dazu.